Shirt. Heute will Videodrehen einfach nicht funktionieren. Ich versuche das, glaube ich, schon zum 7. Mal, ein Video anzufangen. Ich habe mir 4 Düfte rausgesucht. Eigentlich sollte da noch ein 5. kommen, aber den habe ich leer gemacht. Upsi. Seht ihr dann im Aufgebraucht-Video. Hoppla. 4 habe ich aber jetzt noch, die ich so abwechselnd verwenden will. Und einen verwende ich mehr, einen weniger. Ja, und ich will euch die 4 zeigen. Ich habe sogar extra eine Seite rausgesucht, wo ich die Düfte mit den Inhalten, also die Beschreibungen, die was halt drinnen ist. Ich kann heute nicht mehr reden. Ich kann heute wirklich nicht mehr reden, aber ich will dieses Video unbedingt drehen. Ich habe mich so drauf gefreut. Ja, es sind dabei 4. Fangen wir mal mit dem ersten an. Ich sage auch immer gleich als erster, welcher das ist und was dann doch gleich drinnen ist, damit ich das erledigt habe. Ich habe vorher vergessen, ob ich es schon gesagt habe in dem Video. Ich bin so deppert heute. Das ist das Wetter. Vorher hat es geschneit, jetzt scheint die Sonne. Katastrophe. Also, das ist Gucci Guilty, wo ich auch die passende Bodylotion dazu habe. Drinnen ist rosa Pfeffer, Flieder, Amber und Patchouli. Ich liebe das in letzter Zeit, Düfte mit Bodylotions zu kombinieren. Erstens mal hält der Duft viel, viel länger. Viel, viel länger. Und ich weiß nicht, das ist so ein Luxusgefühl, wenn man zuerst baden oder duschen geht und dann macht man sich fertig, schminkt sich, cremt sich dann mit der Bodylotion ein und dann benutzt man den Duft dazu. Ich liebe das in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe es. Und ich liebe auch den Duft. Er erinnert mich halt so an ein paar Sachen, was ich nicht gerne zurückerinnert werden will, aber ihr seht ja, wie weit der auch schon benutzt ist. Ist die Hälfte schon weg. Ich liebe auch die Verpackung von dem. Ich finde die so, so schön. Den habe ich mir natürlich nicht selber gekauft. Den habe ich mal auf einer Schulung geschenkt bekommen, aber ich liebe den. Ich meine, der spiegelt extrem wie das Ding jetzt, aber ich finde die Verpackung so schön. Die Verpackung wird jetzt nur umgestellt, habe ich gehört. Die wollen die Verpackungen, die längliche Flasche machen, so wie die Neuheiten rauskommen sind. Finde ich ein bisschen doof, weil ich finde, das hat so ein bisschen was Einzigartiges, wenn das so schön... Ja, aber mein Gott, was wir machen. Ich werde die Flasche wahrscheinlich auch aufheben, ich gerne mäßig. Aber ich finde den Duft echt angenehm. Der ist eher so... elegant würde ich ihn eher beschreiben, auch kuschelig warm. Also ich kann nicht Düfte so gut beschreiben, das merkt man, glaube ich. Aber ich finde, weiß ich, ich denke mir auch, den könnte jemand tragen für einen Abend, der was ein langes schwarzes Kleid trägt oder so. Ich liebe diesen Duft. Der ist so genial. Aber auch wie ich heute rumlaufe, so mit dem Pulli und geht auch. Also das ist so ein zeitloser Duft, sage ich jetzt mal. Ich mag eigentlich nicht die Düfte, die was... alle Frauen verwenden. Gucci Guilty gehört eigentlich dazu, finde ich. Aber der ist echt gut. Der ist wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir nachkaufen würde, aber ich finde den wirklich gut. Bin ich mir nicht sicher. Also er haut mich jetzt nicht so um wie der Twilly von Hermes zum Beispiel. Aber er ist schon einer von den 4 von meinen Lieblingen. Als nächstes habe ich einen ganz, ganz alten von Yves Rocher. Da ist auch gar nicht mehr viel drinnen. Ich habe auch den Stöpsel jetzt liegen lassen. Da ist nicht mehr viel drinnen. Das war einer meiner absoluten Lieblinge. Das ist der Evidence Intense. Eigentlich liebe ich den. Den Evidence auch. Aber durch das, was alles passiert ist in letzter Zeit, erinnert mich der Duft so an komische Zeiten. Ich sage euch mal, was drinnen ist. Drinnen ist... Damazenerose, Jasmin, weiße Hölzer und Praline. Praline ist das Einzige, was ich mir damals gemerkt habe. Es ist irgendwie hängen geblieben. Aber ich sprühe kurz mal in die Gegend. Ich liebe den. Der ist, erinnert mich aber, deswegen ist ein Grund, warum ich den nicht mehr nachkaufen würde. Der erinnert mich extrem an meine Yves Rocher-Zeit, wo ich dort arbeiten war. Da habe ich ihn nämlich benutzt. Ich glaube, der ist auch zu der Zeit gerade neu rausgekommen. Und da habe ich ihn extrem gerne verwendet. Jetzt, wenn ich ihn rieche, mag ich ihn auch wieder. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir den jemals nachkaufen würde, wenn ich den mal irgendwann leer kriege. Was er nicht lange brauchen würde, wenn ich mir mal den Arsch aufreißen würde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir den irgendwann einmal nachkaufen würde. Bei Yves Rocher ist ja die Möglichkeit, dass du deine Blüten einlösen kannst, um dir einen Duft gratis zu holen, was ich ja urgut finde. Aber ich bin mir nicht sicher. Und ich bin ein bisschen sauer auf Yves Rocher, weil die jetzt meinen Jasmin aufgelassen haben, den ich so liebe. Aber der ist auch einer meiner absoluten Lieblinge. Nur der erinnert mich an so viel. An meine Mama, an meine Cousine, ihre Mama und an die Zeit von Yves Rocher. Also das ist ein bisschen... es tut ein bisschen weh, den zu verwenden, sage ich mal. Aber trotzdem mag ich den Duft sehr, sehr gerne.
Als nächstes habe ich einen Yves Saint Laurent. Den mag ich sehr, sehr gerne. Das war der Manifesto Elixir. Beim Müller ist er leider auflassen worden, deshalb habe ich den Tester davon. Ich habe mich nämlich gleich verliebt in den, da ist nicht mehr viel drin, wie man sieht. Ich meine, so ist er bis daher circa. Ja, ich mag den extrem gerne. Ich sage euch mal, was drinnen ist. Bergamotte, Mandarine, Jasmin, Heliotrop, Tuberose, Kaschmirholz, Vanille, das riecht man noch extrem raus, und Ambroxan, keine Ahnung, was das ist. Müsste ich mal googeln. Aber der riecht so, so angenehm. Ich liebe den. Viele würden eher sagen, dass der eher im Winter passt, weil der sehr vanillig riecht. Und ich finde auch so in diese Kuschelzeit passt er voll rein, wenn man sehr vanillig, und das liebe ich. Eigentlich passt Vanille ja viel mehr in den Winter, aber ich mag ihn extrem gern. Ich mag den wirklich gern. Ich finde es halt blöd, dass es den nicht mehr gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob mir die klassische Variante von denen gefällt. Habe ich noch nie probiert, sage ich euch ganz ehrlich. Und den habe ich auch nur durch Zufall irgendwie entdeckt, weil ich ihn vom Duft her mag. Aber ja, habe ich jetzt zu meinem Geburtstag habe ich den tragen, da war ich ganz stolz drauf. Ich verwende nämlich gerade zur Zeit, wenn ich den benutze, die Zuckerschnute Body Lotion und sprühe den rüber. Ich weiß, es ist ein bisschen fies, da eine Balea Body Lotion zu verwenden und den in Kombi, aber das funktioniert. Es funktioniert wirklich. Und dann hält der Duft noch länger, und ich liebe die Kombination von beiden. Also das klingt ein bisschen komisch, aber ich mag das voll. Der vierte und letzte ist ein Victoria's Secret Body Spray. Die sehen natürlich nicht mehr so aus, sondern die haben so eine rundere Flasche. Die schauen schon lange nicht mehr so aus. Ich habe den halt nur so lange schon so. Ich habe den letztes Jahr im Sommer angefangen, deswegen fehlt da ein bisschen was. Aber ich mag ihn eigentlich sehr gerne. Ich habe auch das passende Duschgel dazu, wen hätte es gewundert. Drinnen ist Jasmin, Kirschblüte und Pfirsich. Steht das da nicht auch drauf? Kirschblüte, Pfirsich, ja. Aber Jasmin steht da nicht drauf. Aber da im Internet steht Jasmin. Egal, wenn Jasmin drin wäre, würde es mich nicht wundern, warum er mir gefällt. Egal welcher Duft, jedes Mal, wenn Jasmin drinnen ist, gefällt er mir. Ich weiß nicht wieso. Aber Jasmin ist so richtig meine Duftnote. Am Blüten, sage ich jetzt mal. Der riecht aber echt, echt angenehm. Er ist zwar ein bisschen fruchtig, was mich am Anfang ein bisschen gestört hat. Aber der... Also ich habe den gerne verwendet, wenn ich schwimmen war mit meiner Schwester, was ja letztes Jahr nicht so oft der Fall war, wegen, ihr wisst schon, ich will es gar nicht erwähnen in dem Video. Da habe ich dort geduscht mit dem Duschgel und habe mich dann komplett mit dem eingesprüht. Und das hat so lange gehalten, für das, dass das ein Bodyspray ist, hat das so, so lange gehalten. Und ich will auf jeden Fall zwischen den und dem Gucci switchen, also zwischen die beiden hier. Weil ich das halt so extrem gerne mag, wenn ich Duschgel oder Bodylotion davor verwende und dann danach den Duft. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich kann es auch gar nicht sagen, warum, aber ich stehe einfach drauf. Ja, der ist... Also ich habe bis jetzt noch keinen Victoria's Secret Body Spray gefunden, den ich mir immer nachkaufen würde. Ich glaube, den Love Spell gibt es auch gar nicht mehr. Bin ich mir ein. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Aber es, ich weiß nicht, ob es irgendwann einmal ein geben würde, was ich mir immer nachkaufen würde. Ich habe ja noch von allen die alte Verpackung. Von den neuen habe ich bis jetzt noch gar keinen. Aber ich finde, der passt auch viel besser in den Frühling. Weil der relativ fruchtig riecht. Eher fruchtig als blumig, würde ich jetzt sagen. Sicher wegen der Pfirsich. Aber der ist echt geil. Also vom Duft her mag ich ihn schon. Freue ich mich schon, wenn ich ihn dann im Sommer dann öfter verwende, weil da geht man ja öfter. Ich meine, ich gehe jetzt schon oft genug duschen und baden, aber da geht man dann noch öfter duschen, und da werde ich das dann ausnutzen und den dann relativ oft verwenden. Ich freue mich schon, wenn ich den dann öfter benutzen kann, wenn er dann mehr zu der Jahreszeit passt. Obwohl ich nicht so der Typ bin. Also ich benutze auch, wenn es so schön ist wie jetzt, auch den Gucci Guilty. Mich stört das überhaupt nicht. Für mich gibt es keinen Winter- und Sommerduft. Ich trage halt das, was ich gerne mag. Ich habe nie so wirklich... Da bin ich so wie meine Mama, erst seit neuestem komischerweise, weil früher war ich auch so eher was Leichtes für den Sommer, was Stärkeres für den Winter, aber jetzt eher nicht mehr. Also jetzt knall ich mir auch die harten, so wie den drauf. Oh, jetzt wäre er fast gefallen. Oder eben den. Habe ich auch sehr, sehr gern verwendet. In letzter Zeit sogar öfter. Ich liebe den. Also das ist richtig... Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich nicht so gut die Düfte beschreiben kann. Aber durch die Beschreibungen im Internet wisst ihr ja circa, wie sie riechen, oder könnt ihr euch da so ein bisschen was vorstellen, was ich ja urgeil finde, dass ich die Seite gefunden habe. Ich verlinke euch die unten in die Infobox, weil das ist so genial.
Pralinen habe ich zum Beispiel als einziger mitgemerkt, als Inhaltsstoff von dem Duft. Den sollte ich auch unbedingt öfter wieder verwenden. Ich will mich am liebsten mit allen einsprühen, aber nein, das machen wir nicht. Das mache ich immer in der Abend, dann weiß ich nicht mehr, was ich drauf habe. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Es wird, ich weiß nicht, wann ich das nächste Update dann hochladen werde, weil ich will auf jeden Fall 2-3 leer machen, bevor ich dann wieder ein Update mache. Vielleicht seht ihr dann auch welche in einem Favoritenvideo, weil ich will auf jeden Fall ein Favoritenvideo drehen. Ihr müsst nur ein bisschen Geduld mit mir haben, weil ich immer gucken muss, wann ich die Videos drehen kann. Ja, was noch? Ich glaube, das war's jetzt eigentlich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, ob ihr einen von den vieren kennt und ob ihr den gerne mögt oder ob ihr einen Duft habt, ohne den ihr nicht leben könnt. Schreibt es mir das mal. Das würde mich extrem interessieren. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Habe ich schon gesagt, oder? Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!